So, was geht ab, Leute? Willkommen zu einer kleinen Weihnachts-Special-Folge von Sir News. Ja, wie ihr schon wisst, ich bin Sir und ja, es ist wieder diese Jahreszeit, wo man ein bisschen, keine Ahnung, freundlicher ist, denke ich. Obwohl, wir sind immer ganz freundlich. Ja, keine Ahnung. Boah, ich bin schon wieder ultra nicht vorbereitet. Wir haben 10 Uhr und bei uns fängt schon gleich wieder Hardcore-Stress an. Kochen und. Aber das ist so das Geilste an Weihnachten, finde ich. Oder an Heiligabend. Es wird richtig dick gekocht. Keine Ahnung. Wir essen zum Beispiel bei uns immer Pute. Dazu voll viele verschiedene Gemüsesorten und Soßen und sowas. Und Kartoffeln. Und all so ein Schnickschnack, mega geil, ich liebe es. Und die Pute, die braucht schon alleine 6 Stunden ungefähr, bis sie fertig ist und so. Da wird mich interessieren, genau, das ist schon mal ein Punkt so. Mich würde interessieren, was esst ihr oder isst ihr? Isst ihr? Keine Ahnung, zu Weihnachten oder zu Heiligabend oder über die Weihnachtsfeiertage, weil ich habe schon voll die kuriosen Sachen gehört, die ich eigentlich gar nicht glauben konnte. So einige. Essen wirklich Kartoffelsalat mit Bockwürstchen dazu. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Voll viele essen Sauerbraten, habe ich schon mitbekommen. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich wünsche euch von mir aus frohe Weihnachten, schöne besinnliche Zeit mit der Familie. Denn die ist wichtig, hat man ja nicht immer so oft. Auch euren Familien alles Gute und frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr werdet reichlich beschenkt. Ihr bekommt alles, was ihr euch vorgestellt habt. Für mich ist Weihnachten mehr so die Zeit des Gebens als des Nehmens. Ich stehe nicht so auf Geschenke, ganz ehrlich. Ich bin mehr so der Typ, der gerne verschenkt und dann diese. Kennt ihr diese funkelnden Augen in den Gesichtern von den Menschen? Wenn man ihnen was schenkt, so. Zum Beispiel jetzt meiner Nichte oder so. Die ist jetzt halt noch ganz klein und wenn ich der was schenke, bling, 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 die strahlt eh immer, aber dann noch mal so ein Tacken mehr. So, auf sowas fahre ich total ab, also das ist für mich Weihnachten. Das ist so das, was Weihnachten für mich ausmacht. Die Zeit mit der Familie, die Zeit, wo das Essen vorbereitet wird oder wir gehen uns am Esstisch auf den Sack. Zum Beispiel, bei uns gab es das nie so wirklich, dass man so an einem Esstisch gegessen hat, außer zu Weihnachten. Außer zu Weihnachten. Boah, Alter, mir fehlen die Worte. Außer zu Weihnachten. Da setzt man sich zusammen, sieht gut aus, man zieht sich vernünftig an. Ich zum Beispiel Anzugshose, Hemd. Dann meine Schwester zum Beispiel mit Bluse und all so ein Zeugs. Ihr könnt euch das schon mal schon vorstellen. So wie Leute in die Kirche gehen jetzt zu Weihnachten oder so. Obwohl wir das nicht machen, weil. So eng sehen wir es dann doch nicht. Aber ja, genau das ist das, was mir an Weihnachten so gefällt, dass man so die Tradition der Familie aufrechterhält, irgendwie. Man stresst sich, man lacht miteinander, man meckert sich an und alles so am Esstisch und so, voll cool. Feiere ich mega hart. Dann die schöne Weihnachtsmusik. Ich liebe ja diese alte Weihnachtsmusik, Bing Crosby oder. Boah, was gibt's denn da noch? Die Neuauflagen von Michael Bublé höre ich auch übelst gerne zur Weihnachtszeit. Alles außer Wham! Last Christmas kann ich nicht mehr hören. Übelst. Ich habe wirklich übelst das Kotzen, wenn ich das Lied höre. Obwohl man dann direkt weiß, es ist diese Weihnachtszeit. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte gar nicht so viel labern. Wie gesagt, mich würde interessieren, was esst ihr heute oder was habt ihr für Geschenke schon bekommen? Bekommt ihr Geschenke heute? Wie feiert ihr das? Und macht ihr das so wie die Amerikaner und die Engländer, alles erst am 25. morgens? Oder feiert ihr ganz normal am 24., so wie es in Deutschland, glaube ich, Brauch ist? Wie sieht bei euch der Tagesablauf aus? Bei uns ist es so. Ja, gute 8 Stunden wird hier hardcore gekocht. Ja, okay, 8 Stunden ist ein bisschen viel. Ich glaube, so 6, 5, 6 Stunden ungefähr wird hardcore gekocht und dann wird sich fertig gemacht und alles vorbereitet und sowas. Dann wird gegessen, dann wird gemeinsam Fernsehen geschaut.
sowas wie Kevin allein zu Hause ist zum Beispiel auch so eine Sache, die man sich reinzieht. Für mich übelst Traditionsfilm zu Weihnachten. Oder man hört schön Weihnachtsmusik. Man sitzt beisammen mit der Familie. Mit der Familie zusammen, genauso. Redet ein bisschen. Lacht zusammen. Und so weiter und so fort. Ja, also für mich ist das Standard. Ich weiß nicht, wie das. Mich würde mal interessieren, wie das bei euch so abläuft. Wie ihr das so feiert. Natürlich, wenn ihr eine andere Glaubensrichtung habt, ich glaube, Muslime feiern. Habt ihr Zuckerfest oder so? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Aber euch wünsche ich natürlich trotzdem schöne Feiertage. Ihr habt ja trotzdem frei. Ist ja allgemeiner Feiertag. Für die, die feiern, auch alles Gute. Ja, ich möchte auch hiermit nochmal Danke sagen für das coole Jahr, was wir hatten, für die mega vielen Abonnenten, die dazugekommen sind, mega viele coole Leute kennengelernt. Das Jahr war mal wieder mega. Meine Wünsche sind vollkommen in Erfüllung gegangen. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß auf meinem Kanal und mit mir und je nachdem, wie wir uns dann so sehen, ob im TS oder so. Wie dem auch sei. Frohe Feiertage, besinnliche Zeit. Wünscht euch der Pyron. Bis dahin viel Spaß noch. Ciao.